Guten Morgen, liebe E-Hockey-Fans, liebe Schulen, liebe Schüler, liebe Kollegen. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder nach Bochum gekommen seid. Wir haben Bombenwetter bestellt. Viel Spaß und Erfolg. Und fahr rum, Tom. Jawohl. In die Mitte, wenn ihr kannst. Ja, und dranbleiben. Ja, fahr mit. Und mitgehen, Tom. Weiter. Jetzt greif an. Setz ihn unter Druck. Sowas nennt man einen schwarzen Tag, weil diese Stoppuhr leider Ärger macht. Aber auch das gehört dazu. Stoppuhr geht nicht. Aber wir sind ja an solche Dinge gewöhnt. Ja, wieder einfach. Vamos a ver. Gucken, ob die geht. Perfekt. So, kein Problem. Und hinten rum. Da ist zu. Hinten rum, da ist zu. Gut, und jetzt komm, Lukas. Und mit Blocken. Richie, mach einen Block. Ja. Ich bin der Lars Thüringer. Ich bin 17 Jahre alt und Hockey spiele schon seit 5 Jahren. Rainer ist für mich besonders, weil er auch sehr gut mit uns umgehen kann. Und ihm ist auch sehr sportbegeistert. Ich bin Alex, ich bin 14 und ich spiele schon so seit 5-6 Jahren E-Hockey. Er ist nett und kann einem gut erklären, was man falsch macht und besser machen kann. Ja, er spielt immer mit und ja, wenn er halt mal Rückenprobleme hat, nicht, aber es ist immer schön, wenn er mitspielt. Was wart ihr wieder gut, Mensch? Ein Törchen wieder nur, Mensch, das tut mir so leid. Ein Törchen, ihr habt nur kein Tor gemacht. Ihr wart gut, komm her. Ach, Timo, war alles okay. Ja, die sind ein bisschen schneller, du kriegst auch einen schnell. Ihr habt noch 2 Spiele heute, das war nicht euer letztes. Timo, du musst helfen, nicht nur vorne warten. Tor! Du musst nach hinten kommen, Timo. Du musst hinten helfen. Du stehst da und wartest nur noch. Das geht nicht. Leistung ist wichtig, aber auch der einzelne Spieler und die Freude am Sport. Ja? Das ist hier nicht irgendwie so, ja, wir spielen mal miteinander, ja, und wer gewinnt, ist egal. Die hier spielen, die wollen auch schon gewinnen. Ne? Aber es sind junge Menschen, ja, die brauchen auch Trost. Da kann ich nicht sagen, pass mal auf, du hast einen Fehler gemacht, du gehst jetzt raus. Ja? Da kommt jetzt ein anderer rein. Da muss man sehr vorsichtig sein. Also ist schön, wenn wir gewinnen, dann freuen wir uns. Kritik auch, so wie gerade. Pass auf, ne? Das geht so nicht. Kurze Ecke aufpassen, das Tor hätte nicht fallen müssen. Und dann ist auch wieder gut. Ne? Ich sag mal, wenn mir das gleichgültig wäre, ich glaube, die Schüler und alle Spieler brauchen das auch. Ja? Die müssen einfach merken, der Trainer oder die anderen Betreuer, die stehen dahinter oder die Eltern kommen und sind da.
Das gehört zum Sport bei Behinderten wie bei Nichtbehinderten dazu, sonst klappt das einfach nicht. Wo sind die Bochumer Fans? Da hängt Herzblut dran ohne Ende. Ich habe viele Jungs gesehen, die mittlerweile schon nicht mehr leben, die ewig gespielt haben. Es sind viele dabei, die Muskeldystrophie haben, auch diese bösartige Erkrankung, Muskeldystrophie Duchenne. Für die aber der Sport, sagen wir mal, alles war und die halt teilweise noch gespielt haben mit einer Atemmaske auf der Nase. Und ja, und deswegen, weißt du, wenn du Männer oder junge Männer begleitet hast bis ans Ende, dann ja, sagt das alles. Das hinterlässt Namen. Also ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich die Fotos sehe oder Filme sehe, dann kann ich dir genau sagen, der hat dann gespielt, das hat der gemacht. Oder du bist im Urlaub, kriegst einen Anruf von jemandem und der sagt, hör mal, ich will das eigentlich gar nicht sagen, ich weiß, du bist im Urlaub. Aber der Kalle ist gestorben, der Gregor ist gestorben. Der Gregor war zum Beispiel so alt wie ich und der ist 95 gestorben schon. Ne? Ich bin 55 Jahre alt, der musste schon 19 Jahre vor mir gehen. Und das haut rein. Ne? Die kommen hier nicht weg, ohne dass ich sie heiß mache für unseren Verein, Donnerstagabend. Nee, keine Zeit. Ach. Ja, sorry. Nee. Muss doch irgendwie gehen. Automontage. Ich bin nicht zu Hause. Habe ich eine Lösung? Die Lösung ist ganz einfach. Wir haben da eine Uni-Sportstühle und die sind auch nicht immer alle besetzt. Da kriegt der Tom einen E-Stuhl an der Uni. Und die zweite Möglichkeit, die es auch noch gibt, das habe ich früher auch schon mit Jungs gemacht. Ich hole den Tom auch ein paar Mal ab. Seine Entscheidung. Ich habe einen Kombi, der ist bequem. Ich nehme dich gerne mit. Das weißt du auch. Aber wenn wir da die Becher haben, ja, geht das natürlich. Ja, kann sein, dass ein Tag das so ist, da sind zwei, die den haben wollen, dann spielt jeder eine Hälfte, ist auch in Ordnung, ja, und fertig. Doch, ja, ist das? In Bochum an der Uni. Bochum an der Uni. Das ist für die Selbstbewusstsein pur. Du kannst hier Lehrer, Therapeuten fragen, Eltern fragen, die sagen das alle. Herr Fandrich, unser Junge wäre nicht mehr hier, wenn hier kein E-Hockey wäre. Unser Junge ist ganz anders geworden. Der ist selbstbewusster geworden, der tritt anders auf, ja, der ist glücklich, der E-Hockey ist Lebenselixier pur.